Eure Fragen beantwortet heute mit folgender Frage. Kannst du mir einen Tipp geben zu Polyneuropathie? Polyneuropathie liegt immer dann vor, wenn mehrere Nerven im Körper nicht funktionieren. Ursachen dafür können sein Infektionen, Toxine, bestimmte Arzneimittel oder Krebs, Nährstoffmangel oder Diabetes und Autoimmunerkrankungen. Was die Toxine angeht, macht es auf jeden Fall Sinn, dem Patienten hochdosiert Antioxidantien zu geben. Zusätzlich wären schwermetallbindende Stoffe auch wichtig, wie beispielsweise Chlorella, Spirulina und Jod. Einen Nährstoffmangel vorzubeugen bei der Polyneuropathie macht natürlich auch Sinn. Das heißt hier hochdosiert Vitamin B12 und alle B-Vitamine zusätzlich. Auch organischer Schwefel, also MSM, ist wichtig für die Myelinscheidewände. In Bezug auf die Diabetes, wenn eine zugrunde liegen würde, wäre sehr wichtig, Pregnenolon zu nehmen. Sollte eine Autoimmunerkrankung zugrunde liegen, macht es auf jeden Fall Sinn, immer dem Patienten Mikroorganismen zusätzlich zu geben. Bitte besprecht diese Tipps mit eurem Therapeuten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Follow.